Scheitern, Zweifeln und Loslassen. Warum diese drei Begriffe mit ihren Inhalten, also ihren Verwirklichungen in unserem Leben wichtig sind, darum soll es hier gehen. Es passiert natürlicherweise immer wieder in unserem Leben, dass wir scheitern, dass etwas nicht klappt, dass etwas nicht funktioniert, dass uns jemand verlässt, mit dem wir vorher geliebt haben oder der uns auch geliebt hat, und dann sind wir gescheitert. Oder wir scheitern beruflich, weil etwas nicht hinhaut, weil wir rausgeschmissen werden im Extremfall und all das. Wir scheitern in der Schule, indem wir einmal sitzen bleiben oder eine schlechte Note schreiben. Also das Scheitern als etwas sehr Vielfältiges, das wir als Menschen gerne vermeiden möchten, aber nicht vermeiden können, das ist der Fakt. Scheitern ist etwas ganz Natürliches, das will ich damit sagen. Aber dann geht es auch um den Zweifel in unserem Leben. Immer wieder zweifeln wir. Wir haben uns angestrengt, wir sind von etwas überzeugt, wir tun etwas, wir haben uns bemüht und all das und wir haben etwas für richtig befunden. Und trotzdem ist da der Zweifel, der immer wieder passiert. Natürlicherweise. Der Zweifel wohnt in allen Dingen drin, in allem Möglichen, was wir tun und wie wir so handeln, wie wir denken, wie wir uns verhalten und all das. Immer wieder entsteht Zweifel. Liegt man dann vielleicht nachts im Bett und zweifelt dran oder plötzlich kommt einem der Zweifel in den Sinn. Das ist etwas ganz Natürliches, genauso wie das Scheitern. Und all das hängt natürlich immer wieder zusammen mit dem Loslassen. Im Leben müssen wir immer loslassen, wir können loslassen, wir dürfen loslassen. Wir tun etwas nicht, wir lassen einfach los, wir verlassen etwas, nicht? Wir verlassen eine Person, wir verlassen einen Ort, wir verlassen eine Wohnung, wir verlassen einen Arbeitsplatz, das fehlt viel zu sehr in Deutschland. Die Menschen sind oft so scheinvernünftig, dass sie dann an Dingen festhalten, an denen sie eigentlich gar nicht mehr festhalten sollten. Und insofern ist das Loslassen ganz wichtig. Also dieses wirklich Scheitern, dieses Zweifeln, das uns immer wieder widerfährt, das ist ganz wichtig. Und Zweifel können wir nicht aus der Welt schaffen. Und eben das Loslassen sind ganz wichtige Dinge, damit die Welt, in der wir leben, immer wieder neu zusammengesetzt wird, um das so zu sagen, also um wirklich diesen Ausdruck zu nehmen. Die Welt wird dadurch immer wieder neu zusammengesetzt. Sie bekommt immer wieder eine neue Chance. Sie hat immer wieder neue Möglichkeiten. Sie fängt immer wieder, wenn es drauf ankommt, von vorne an. Das ist wichtig. Wenn das nicht wäre, dann wären wir in unserem Leben immer wieder einseitig drauf. Wir wären vollkommen einseitig programmiert geradezu. Wir würden dadurch eklatante Fehler machen, bis hin zum Untergang und all das, wenn der Zweifel, wenn das Scheitern und damit eben das Loslassen generell nicht da wäre. Das ist ganz, ganz wichtig. Die natürlichste Formation dessen, dass wir uns immer wieder neu zusammensetzen. Ich möchte das mal wirklich auch so ausdrücken und deklarieren. Das ist eine Neuzusammensetzung, die wir immer wieder brauchen. Existenz wäre gar nicht möglich ohne diese drei Dinge. Und wir könnten noch andere Dinge aufzählen, die in ähnlicher Weise stattfinden. Nicht, wo man sich schlecht fühlt und sagt, oh Gott, das geht jetzt gar nicht. Also auch dazu gehört auch meinetwegen jetzt so etwas wie ein depressives Berührtsein. Nicht eine depressive Episode im Krankheitssinne, die sich verselbstständigt hat, sondern eben die Möglichkeit, eben nicht immer gut drauf zu sein, sondern eben auch mal es anders sein zu lassen und so zu akzeptieren, wie es ist. All das gehört zusammen, das ist etwas ganz Wichtiges. Und Menschen, die das nicht anerkennen, und damit sind die, ja, die haben eine Illusion von den lebendigen Prozessen und von dem Leben. Und das sollte eigentlich nicht sein.